Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ein neues Video und bevor es losgeht, muss ich einfach mal ein Dankeschön dalassen. Ich habe oder ihr habt bei mir auf dem Kanal jetzt das 500 Abonnenten-Special ausgelöst. Also so ein richtiges Special wird es leider nicht, aber es ist Wahnsinn. Also jetzt gerade, wo ich es aufnehme, habe ich ganze 501, habe ich ganze 510, habe ich ganze 518, habe ich ganze 525 Abonnenten. Wahnsinn. Also was in letzter Zeit dazugekommen ist, was ihr abonniert habt, krank, sorry, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber irgendwas muss ich wohl richtig gemacht haben, dass ihr mich auf einmal abonniert. Ich finde es cool. Ich hatte vor, zu den 500 Abonnenten ein kleines Special zu machen, aber das kriege ich gar nicht fertig. Ich krieg's nicht fertig, ich verrate auch nicht, was es ist, weil ich hoffe, dass ich es zum Tausender fertig bekomme. Und dann machen wir das dann. Insofern bleibt jetzt das 500 Abonnenten-Special einfach nur der PID-Regler, den ich euch mal so ein bisschen zeigen möchte, ein bisschen nahe bringen möchte, beziehungsweise, ja, das, was ich darüber weiß, sagen wir es so. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier machen möchte und einmal kurz ein kleines Update für die Leute, die sich fragen, was mit dem Schnuckel da passiert, denn der macht gerade gar nichts. Ja, was soll ich dazu sagen? Mit dem mache ich nichts. Der steht da nur. Ja? Also da wird nichts mit gedruckt, also ich mache nicht irgendwie solche Sachen, ich mache nicht irgendwie solche Sachen. Oder irgendwie solche Sachen hier mache ich damit auch nicht. Ich mache damit auch nicht sowas hier. Hier liegt auch nichts voll mit Filament. Nein. Nein. Und das sind nur die leeren. Also leer ist natürlich immer relativ, da ist noch eine Spur drauf. Ich habe Bilder gemacht, ich habe kleine Videos gemacht, ich habe ganz viel gemacht, ich habe es nur noch nicht in ein Video gepresst, sorry. Ich mache da noch was zu, versprochen. Wenn ich dazu komme, da was zu schneiden. Irgendwann. Ja, aber wir machen jetzt weiter mit dem Video und wie gesagt, es geht um PID-Regler. Wir schauen uns den einfach mal an und dann dürft ihr damit weiterentwickeln. Viel Spaß und danke. So, hier sind wir in meinem kleinen Video über den PID-Regler. Wir haben hier einen kleinen Testaufbau mit einer Filtration. Der Testaufbau soll einfach nur zeigen, dass ihr zum Beispiel ein Rohr für eine Filtration habt, dieses hier, das ihr mit einer Pumpe speisen wollt. Und dieses Rohr soll halt 45 Megapascal Druck haben. Ist ein Szenario, das man gerne mal hat. Der Ausgang hier ist einfach nur nach außen gelegt und hier einfach nur ein Vent drauf, nichts. Hat nichts zu bedeuten hier und dann wird das Ganze zurückgespult in den Tank. Soll einfach nur der Kreislauf sein. Also es hat nichts irgendwie mit dem PID an sich zu tun, einfach nur, dass der Tank einen konstanten Druck hat. Dann kann ich noch eine Pumpe dazu schalten, um eine Wechsellast zu simulieren. Also ich kann die anmachen und dann fliegt hier ja ganz viel durch. Auch nichts Weltbewegendes. Dann haben wir einen Chip, der macht unser PID. Und dann haben wir hier einige Memories und die sind einfach nur unsere Memories für unsere Displays hier. Und da haben wir den P-Anteil, den I-Anteil, den D-Anteil, den Output und hier haben wir den Druck, der in diesem Rohr hier vorherrscht. Der wird gemessen über die Filtration übrigens. So, der hat gar nichts zu sagen. Was wir jetzt machen werden, ich werde euch einmal den PID-Regler zeigen, also sprich, ich werde einmal den
den Code zeigen, wie ich den programmiert habe oder wie der programmiert wird. Und dann werden wir ihn versuchen einzustellen. Und ganz, ganz klar sage ich hier versuchen. Ich gehe nicht ganz doll darauf ein. Der Grund dabei ist sehr einfach, denn wenn ich jetzt sehr, sehr viel Zeit investiere, da drauf einzugehen, wie man den PID-Regler einstellt, dann verschwenden wir hier Stunden, weil in jedem Setup wird es anders sein. Alle Anforderungen sind anders, alle Aufbauten sind anders. Der PID-Regler muss für das Szenario, was ihr habt, eingestellt werden. Wichtig. Gut, wir werden es hier versuchen. Ich kann euch versprechen, den P-Anteil kriegen wir hin, den I-Anteil werden wir wohl auch hinkriegen, so dass das Ding sicher für uns läuft. Bei dem D-Anteil verspreche ich euch gar nichts. Ganz ehrlich, mit dem habe ich immer so viele Probleme. Ich check das nicht. Ja. Okay, was haben wir erstmal? Wir haben einen P-Anteil. Ein P-Anteil bedeutet, oder der P-Anteil ist im Grunde eine sehr schnelle Kenngröße. Das heißt, er geht nur auf die Differenz. Wir haben also einen Solldruck 45 Megapascal und wir haben einen Istdruck 0 Megapascal. Die Differenz sind 45 Megapascal. Und anhand dieser Differenz regelt der P-Regler. Heißt also, wenn ich hier jetzt Gas reingebe, mache ich jetzt mal, der ist ja so ein bisschen eingestellt, dann seht ihr, die Differenz nimmt ab und damit nimmt auch P ab. Ne? Jetzt nimmt die Differenz wieder zu, die Filtration holt hier ja was raus, ne? Ihr seht, das wird weniger. Und dann geht P auch wieder hoch. Wie hoch ist das jetzt? Wie hoch das ist jetzt gerade erstmal egal. Und das seht ihr hier jetzt halt direkt. Das heißt, der P-Regler ist ein direkter Regler, der ist proportional zur Fehlergröße, so nennt sich das. Also die Fehlergröße ist jetzt 45 Megapascal in diesem Fall und dann stellt sich der P-Regler ein. Der I-Regler oder der I-Teil, das ist etwas anders. Der guckt sich die Vergangenheit an. Der ist also ein Regler, der mit Hilfe der Vergangenheit sagt, ey, da muss ich nachregeln. Das haben wir zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben eine Differenzgröße, wie zum Beispiel beim P-Anteil. Und dann sagt er ja, okay, ich muss jetzt so und so hoch regeln und dann drücke ich da einfach meinen Druck rein. Aber ich komme nicht auf die Menge, die ich haben will. Das heißt, es bleibt immer ein Fehler vorhanden, weil ich was rausnehme. Und da kommt der P-Regler nicht hinterher. Und der I-Regler, der hat dann die Möglichkeit zu sagen, ey, da ist nicht das rausgekommen, was rauskommen sollte. Ich habe immer noch einen Fehler. Und diesen Fehler, den muss ich jetzt beseitigen, indem ich einfach immer höher werde. Das heißt, der geht immer höher, um den Fehler auszugleichen oder immer niedriger. Also er guckt sich halt wirklich die Vergangenheit an. Hast du nicht geschafft? Ich drehe ein Stück höher. Hast du immer noch nicht geschafft? Ich drehe noch ein Stück höher. Hast du immer noch nicht geschafft? Ich drehe noch ein Stück höher. So einfach ist das. Der D-Regler, kommen wir zu dem. Der ist da noch ein bisschen anders. Der D-Regler, der geht nämlich so weit und sagt, nee, mir ist völlig egal, was jetzt gerade ist. Mir ist völlig egal, was in der Vergangenheit ist. Mir ist nur interessant, für mich ist nur interessant, wie stark die Veränderung ist. Das heißt, eine sprunghafte Veränderung von so nach oben oder so nach oben, das ist für ihn interessant. Mehr nicht. Und das ist der D-Regler. Und damit lassen sich dann zum Beispiel Spitzen super schnell rausfiltern. In der Theorie. Ich habe damit wahnsinnig Probleme. Ihr dürft mir gerne helfen. Programmiert ist das Ding. Richtig programmiert ist es, glaube ich, auch. Ich zeige es euch. Und dann guckt ihr mal. Wenn ihr mein PI-Regler, ich nutze ja meistens PI-Regler, wenn ihr meine PI-Regler kennt aus anderen Tutorials, wie zum Beispiel meiner Filtration, da ist auch einer drin. Aber der ist anders programmiert. Das hat seinen Grund. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das hat seinen Grund. Dieser hier ist jetzt wirklich so programmiert, wie man ein PID theoretisch programmieren würde. Gut, nicht lange schnacken. Wir gehen jetzt rein. Wir haben schon genügend Minuten verballert. Also, machen wir Pause. Dann haben wir diese scheiß Pumpe hier im Hintergrund auch nicht. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an.
Zunächst einmal haben wir unseren Setpoint. Unser Setpoint ist der Target, das, was wir haben wollen. 45 Megapascal, das, was wir haben wollen. Ihr könnt das auch als Variable und nicht als Define setzen und dann zum Beispiel mit einem Dial das Ganze einstellbar machen. Könnt ihr machen, kein Thema. Funktioniert auch. Dann habe ich hier noch zwei Defines, die abgeschaltet sind. Gehe ich vielleicht noch drauf ein. Vielleicht. So, dann haben wir den Multiplikator für P, den Multiplikator für I und den Multiplikator für D. Diese drei Multiplikatoren, das ist eure Einstellung sozusagen. Die müsst ihr justieren. Und um die richtig einzustellen, das ist ein bisschen hakelig. Ich habe mal so ein bisschen Faustformel dahin geschrieben, wobei hier noch ein Klammer hingehört, weil eventuell ein paar Faustformel hingeschrieben, wie man sich so ein bisschen orientieren kann, dass man wenigstens mal eine Anfangsgröße hat. Die müssen nicht stimmen, absolut nicht. Anwendungsspezifisch können die auch völlig anders sein. Aber diese drei Einstellräder habt ihr erstmal. Dann habt ihr noch ein DT-Einstellrad und das ist für eure Zeit. Ich würde euch empfehlen, das auf 0,5 zu lassen. Wenn ihr am Anfang im Start ein Jailed habt, komme ich gleich noch drauf, aber dann solltet ihr es auf 0,5 lassen. Macht das Jailed, macht hier 0,5, dann ist erstmal in Ordnung. Gut, dann haben wir einige Aliase. Als allererstes haben wir einen Last Error. Ist also der Fehler, der vorher passiert ist. Also Fehler, sage ich ja schon, die Fehlermarge 45 Megapascal, wenn ich 0 habe und 45 sollen es sein. Das ist also der letzte Fehler, der davor war. Und dann gibt es noch einen Fehler. Das ist der, der jetzt gerade ist. Dann haben wir ein Measurement. Also das ist das, was wir jetzt gerade gemessen haben, wie viel drin ist. Unser ist Teil. Unser Soll ist ja der Setpoint. Klar. Das Integral kommen wir noch drauf. Das ist die Vergangenheit. Sagen wir es so. Ja? Hier haben wir die Vergangenheit. Dann haben wir ein P, ein I und ein D-Anteil. Die rechnen wir zusammen. Dann haben wir ein PID-Anteil. Ne? Oder PID-Regler. Und den Output. Fertig. Die Variablen müsst ihr alle nicht so benutzen, ihr könnt das auch anders machen, aber zur Verdeutlichung habe ich das hier mal so reingeschmissen. Dann haben wir hier einmal einen Move, ich setze alles auf 0, das kann wichtig sein in einigen Bereichen, deswegen solltet ihr das so machen. So, und dann geht es eigentlich in den Start. Und zwar habt ihr ein Jailed, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst eine relativ konstante Zeitkomponente drin haben. Der Code darf nicht durchrauschen bis zum geht nicht mehr, sondern ihr müsst ganz speziell sagen, hey, das Ganze hat immer einen zeitlichen Ablauf von so und so viel Milli, Mikro, whatever Sekunden. Also das muss definiert sein. Und ein Jailed ist in der Regel 0,5 Sekunden, daher das DT 0,5. Nach dem Sleep 1 müsstet ihr hier ein 1 reinsetzen. Ja? In der Theorie lasst das mal am besten einfach erstmal so, bevor man sich da irgendwie was kaputt macht. Dann lese ich das Measurement ein. Das ist ganz wichtig. Ich muss ja wissen, was überhaupt drin ist. Hier könnt ihr natürlich einen Pipe Analyzer nehmen, einen Gassensor, whatever, was ihr wollt, was ihr messen wollt. So, dann habt ihr oder habe ich es so gemacht, dass ich das PID in eine Funktion gekapselt habe. Also hier rein. Ich muss nur das Ding schreiben. Und kann mir am Ende den Output lesen. Was dazwischen passiert, ist mir theoretisch vollkommen egal. Theoretisch. Da müsst ihr dann nur gucken, dass ihr das halt entsprechend euch für euch umschreibt. Aber um zu lernen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. So, dann habe ich hier nochmal ein Batch. Ich schreibe mir den Output halt einmal auf eine Memory. Wie ihr das wollt. Das ist nur zum Debuggen. Gut. Dann gehen wir einmal in den... nee, stimmt gar nicht. Schreibe den gar nicht auf Memory. Wo schreibe ich den denn jetzt gerade drauf? Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen einmal gucken, was denn das für ein Hash hier ist. Auf eine Turbopumpe.
Aber warum? Ja, ich bin gut. Natürlich. Logisch, ich schreibe den Output natürlich auf die Pumpe, weil ich die Pumpe einstellen muss. Mann, ich bin doof. Ja. So völlig Banane, ey. Okay, natürlich, ich lese das Ganze ein. Am Ende kommt das Output raus und das Output muss ich dann natürlich auch auf meinen Aktor schreiben. Logisch. Ja. So ist es. Ihr müsst es auf den Aktor schreiben. Und ich schreibe es auf eine Turbopumpe. Die habe ich nicht benannt. Die anderen beiden Turbopumpen sind aber mit der Datenleitung nicht verbunden. Die können nicht angesprochen werden. Insofern sind mir die egal. Ich spreche nur diese hier an. So. Legen wir los mit dem PID-Regler an sich. Also, als allererstes, wir werden den P-Anteil berechnen und zunächst einmal den Fehler ermitteln. Das heißt, wir nehmen uns den Sendpoint, also das, was wir haben wollen, ziehen davon das Measurement, also das, was wir gemessen haben, ab und erhalten unseren Error. Bingo, wir haben Error. Diesen Error, der wird jetzt multipliziert mit KP, also unserem Einstellrad. Hier, ne, da. Damit multipliziere ich das ganze Ding und dann weiß ich, oder dann kommt das raus, was theoretisch auf dem, was rauskommen soll. Also da kommt dann halt mein Output raus. So, wenn ich noch I und D dazu nehme. Diesen Fehler, den schreibe ich aber dann später hier hinten, also wirklich später, weil ich den Error noch brauche, schreibe ich den Fehler hier hinten noch in Last Error rein, damit ich beim nächsten Durchlauf, wenn ich also diese Funktion hier wieder aufrufe, auch den Last Error habe, also vom letzten Mal den Fehler. Ne? Und den jetzigen Fehler, also beide. Den brauche ich später fürs D. Damit habe ich also den Fehler erledigt, damit habe ich P ermittelt. Und was wir jetzt einmal machen, wir gucken uns mal an, wie P arbeitet. Ja? Haben wir gerade schon ganz kurz, machen wir jetzt aber nochmal, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wir haben hier jetzt die Pumpe, die läuft jetzt aktuell mit 9,9 Litern. Und hier sehen wir den P-Anteil, der ist komplett auf Anschlag anscheinend, nämlich 10. Aber wie kommt es dazu, dass der 10 hat? Nun, die Faustformel hier besagt, wir nehmen MaxSet, teilen es durch SetPoint. MaxSet habe ich hier nirgendwo festgelegt, ganz einfach. MaxSet bedeutet oder ist die Größe, die unser Aktor einnehmen kann. Unser Aktor kann also nur eine Größe oder kann eine Größe annehmen und die ist zwischen 0 und 100. Das können wir einstellen. Wir könnten theoretisch noch sagen, er kann auch minus 100. Das würde gehen, weil er kann ja auch in die andere Richtung pumpen. Also vorsichtig sein, wir könnten auch einen negativen Wert haben. Dann müsste man hier so ein bisschen umprogrammieren. So, aber wir haben ein Max-Set und dieses Max-Set ist halt 100 und teilen das durch 45.000. Dabei würde rauskommen 0,0022. Bedeutet also, wenn ich die maximale Fehlerquote habe, multipliziere ich diese maximale Fehlerquote, also die 45.000, mit diesem Wert und erhalte 100. Das heißt, die Pumpe geht auf volle Leistung. Das ist der maximale Fehler. Und das muss ich natürlich einstellen, weil einerseits kann es sein, dass wenn die Pumpe auf voller Leistung läuft, ich damit direkt die Leitung zum Platzen bringen würde. Also es komplett übers Ziel hinausschießen würde, das muss ich limitieren. Das heißt, ich muss mit P schon mal so sehen, dass ich so weit runterkomme, wie nötig. Das kann man dann zum Beispiel machen, indem man von Anfang an schon sagt, okay, mehr als 10 soll sowieso nicht gehen, also teile ich das nochmal durch 10. Deswegen hatte ich das 10 hier vorhin mal in Klammern gesetzt. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen das hier mit dem geteilt durch 10 und dann sind es 0,00022. Und das speichern wir hier einmal drauf ab und dann kriegen wir diesen Wert raus. Wenn ich die Pumpe hier jetzt einschalte, dann gucken wir auf dieses Display und schauen mal, wie sich der Druck entwickelt. Also an. Ihr seht, der Druck steigt hoch auf 19, 20, jetzt haben wir 30. Er geht also in einer leichten Kurve hier nach oben. 32,
ja, jetzt steigt er immer noch ein bisschen an, ganz langsam, aber die Kurve wird langsam gerade. Und das sehen wir hier auch. Es geht hier immer weiter runter, bis es hier dann ja ziemlich stagniert. Und jetzt verändert sich der Wert hier eigentlich kaum noch. 2,66 bleibt es bestehen. Und gleichzeitig haben wir hier 32.894 Kilopascal. Das ist das, was ich vorhin sagte. Wenn wir nur ein lineares P haben, wir nehmen aber ja aus etwas raus. Das heißt, wir nähern uns nicht irgendwo dem Maximum und machen nicht irgendwie einen Tank voll, aus dem nichts rausgenommen wird, sondern wird auch kontinuierlich oder nicht kontinuierlich etwas rausgenommen. Dann werden wir irgendwann eine Größe haben, die genauso viel reinpumpt, wie rausgenommen wird. Und wir werden aber nie diesen maximalen Druck, diesen Zielpunkt erreichen. Das ist nicht möglich dann. Und genau das haben wir hier. Das heißt, wir befinden uns ein deutliches Stück unter dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Und das können wir mit dem I lösen. Aber dazu gleich später. Gleich später. Später mehr. So. wir machen jetzt noch was anderes. Wir machen einmal leer. Dazu einmal hier meine Hilfspumpe angeworfen. Dann geht das Ding hier gut runter. Und dann seht ihr auch, wie schnell der hier wieder nach oben springt. Das ist halt eine unglaublich schnelle Reaktion von dem P-Anteil. Wir nehmen den P-Anteil jetzt aber mal ohne den 10er-Divisor. Und dann sehen wir, dass er hier direkt hoch auf 100 springt. 99, ja, ich weiß, aber knappe 100. So, also haben wir hier jetzt 100, das heißt, der ist auf Anschlag. Und wenn ich jetzt die Pumpe einschalte, ihr habt es schon gehört, ne? Ihr seht, wie er hochgesprungen ist hier, ist dann runtergeknickt ins Minusbereich, um sich dann wieder einzupendeln. Und hier genauso, er ist hochgegangen, weit, weit, weit über das hinausgeschossen, was er eigentlich haben sollte, und ist dann sehr schnell wieder runtergegangen. Das ist der Minusanteil dort. Das ist das sogenannte Überschwingen, das heißt, er ist viel zu schnell gewesen. Viel zu schnell. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Wir machen nochmal leer. Wir haben auch irgendwo einen Schaden hier drauf jetzt auf der Leitung wahrscheinlich. Es hat ja schön geknarzt da vorne. Ja, 1%. Auf Dauer macht uns das die Leitung kaputt. So, das Ganze ist leer. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir schalten den... Machen wir jetzt direkt wieder an. Ja, also alle Sachen hier sind jetzt Standard. Damit man es einfach nochmal sieht, an. Und dann seht ihr, zack, geht's runter. Schon krass. Also das ist definitiv zu schnell. Also wir müssen jetzt wirklich zusehen, dass das langsamer geht. Das ist das, was ich vorhin meinte. Also gehen wir runter. Geteilt durch 10 ist vielleicht ein bisschen zu viel. Wir halbieren das Ganze einfach. Wir gehen also mal auf 0,11. Wenn wir das halbieren, bedeutet das logischerweise, dass wir auf maximal 50 hier hochgehen können. Einmal die Displays aus, dann haben wir den Graphen resettet. Wir gehen jetzt also auf maximal 50 hoch. Guck mal, was jetzt passiert. Und hier sehen wir jetzt schön, oh, ja, er geht nach oben, geht auf 41 hoch und da ist Feierabend. Mehr macht er nicht. Ist in Ordnung. Kann man machen. Das wäre jetzt so der Punkt, damit kann man leben. Aber vor allem, es geht auch schnell, ne? Ist wichtig. Aber geil ist das immer noch nicht. Ist immer noch nicht das, was wir haben wollen. Denn im Normalfall soll ein leichtes Überschwingen da sein. Also gehen wir noch ein bisschen nach oben, damit er noch ein bisschen schneller ist. Wir machen mal 0,0015. Speichern das ab. Damit haben wir dann ein Maximum von 68 für die Pumpe. Wir schalten wieder an. Und wir haben gesehen hier, wunderschön, einen kleinen Überschuss. Ne? Wir gehen auf 47 hoch und er pendelt sich jetzt auf 42.747 ein. Da bleibt er jetzt konstant. So, aber wir kommen nicht rüber. Es geht nicht. Wir kommen nicht über diesen Wert. Ist einfach nicht möglich. Und da hilft uns jetzt das I. Und das I... Das gucken wir uns jetzt auch einmal an, denn wie ich schon sagte, das I geht in die Vergangenheit, guckt in der Vergangenheit, was ist gewesen und
iteriert sozusagen. Das heißt, der wird immer, immer höher. Der arbeitet sich immer weiter vor und erhöht damit dann die Pumpleistung, um entsprechend einen Zielwert zu erreichen. Dafür haben wir dann KI mit einem entsprechenden Faustformel. Gehen wir gleich drauf ein. Wir gucken uns einmal den I-Anteil an hier. Wir haben hier eine Prüfung, die sorgt nur dafür, um zu gucken, wenn wir KI 0 gesetzt haben, dass der Teil übersprungen wird, weil wir ihn nicht brauchen. So, dann nehmen wir den Fehler, den wir hatten, multiplizieren den mit dt. Das ist der Zeitansatz, den wir haben. Also wir gehen von erstmal einer Sekunde, einer Zeiteinheit aus. Aber da wir mit Jalt nur eine halbe Zeiteinheit nutzen, multiplizieren wir halt mit der Hälfte und teilen das Ganze sozusagen durch 2. Das speichern wir uns einmal zwischen in R15 und danach machen wir Folgendes. Wir nehmen den alten Integralwert, der standardmäßig erst einmal 0 ist beim allerersten Durchlauf. Wir nehmen den Integralwert und addieren darauf das, was wir gerade ausgerechnet haben. Und das ist dann wieder in Integral reingeschrieben. Und das, was dann in der Integral drin ist, das multiplizieren wir mit KI und erhalten dann den I-Anteil. Jetzt wird's wichtig. Im zweiten Durchlauf haben wir in Integral ja was drinstehen schon von der ersten Berechnung, die wir gemacht haben. Das heißt, nach diesen 0,5 Sekunden läuft dann der zweite Durchlauf durch. Dann haben wir was drin gespeichert und wir haben den Wert immer noch nicht erreicht, den wir haben wollen. Also addiert er was obendrauf, ne? Addieren. So, und das, was er hier berechnet hat, wird hier drauf addiert. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, wird es immer größer. Und wenn es dann gereicht hat, dann haben wir hier ja einen negativen Teil. Das heißt, wir ziehen hier was ab vom Integral und der Integral wird immer niedriger. Werden wir gleich sehen im Graphen. Und das dann multipliziert mit KI, das ist dann wieder unsere Einstellung, die wir haben. Dieses Vorgehen hat einen kleinen Nachteil. Denn wenn jetzt zum Beispiel wir die Pumpe, so wie ich es ja gerade gemacht habe, ausschalten, also der Aktor läuft nicht, aber der Chip läuft, dann würde das Integral ins Unendliche springen. Also der würde immer weitergehen, weil er merkt, er erreicht den Wert nicht. Er muss ihn aber erreichen, er muss steigen, er muss sinken, sonst irgendwas. Er muss arbeiten und er würde ins Unermessliche arbeiten. Das würde er tun. Und er würde niemals sein Ziel erreichen. Damit er aber nicht ins Unendliche arbeitet, kann man hier optional Min-Max noch hinzufügen für mit Max-I und Min-I. Die habe ich hier oben definiert. Die sind sehr groß gewählt, die Werte, weil, ganz wichtig, die sind ja vor dem KI, diese spiegeln also nicht das I wieder. Die sind also deutlich höher, weil wir wieder mit 0,0 irgendwas multiplizieren in der Regel. Und dann ist es natürlich nur ein Bruchteil von dem, was wir eigentlich als I haben. Dann ist das I ein Bruchteil von dem, was wir als Integral haben. Und deswegen muss dieser Wert deutlich höher sein. Es ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weiß ich. Aber stellt euch vor, die Pumpe läuft halt einfach nicht. Der Integral wandert ins Unermessliche und dann macht ihr die Pumpe an. Dann geht die Pumpe auf volle Power, bis die gelernt hat. Also sie lernt ja aus der Vergangenheit. Ziemlich dumm, aber sie lernt. Bis die gelernt hat, dass jetzt gerade das Gelernte ziemlich blöd ist, weil wir Ewigkeiten für nichts gearbeitet haben, bis das also ausgeglichen ist, hat es das Rohr zerfetzt. Das wollen wir verhindern natürlich und damit kann man das ein bisschen fein justieren und verhindern. Wenn man es braucht. In unserem Beispiel brauchen wir es nicht, aber hier ist es drin. So, dann das Übliche, ne, hatte ich schon erklärt, wir multiplizieren das mit KI, erhalten unseren I-Wert. Das wollen wir uns mal angucken. Wir nehmen uns ja mal die Faustformel hier. Wir haben also unser Max-Set. Wir haben unser P mal 4 oder aber I ist gleich P. Also wir setzen die beiden gleich. Also entweder multiplizieren wir mit irgendwie so ein bisschen wir nehmen I ist gleich P. Was wir jetzt erstmal probieren werden, wir multiplizieren. Das heißt, wir haben 0,0015 multiplizieren mit 4, haben wir 0,006. Das wäre jetzt die erste Variante.
je niedriger wir das wählen, desto sicherer ist es. Ich würde also eigentlich damit anfangen zu sagen, ich mache 1,5. Ne? Weil dann passiert nicht so schnell irgendwas Schlimmes. Also machen wir 1,5. Ist besser. Dann schreibe ich das hier drauf, aber ganz wichtig ist, die Pumpe muss laufen wegen dieses Lerneffekts. Ja, ganz, ganz wichtig. Was ich jetzt mache, damit das nicht Probleme gibt, werde ich das draufschreiben, den Chip rausnehmen und die Pumpe auf 0 stellen. Und dann das Ding leer machen. So. Wenn ich jetzt den Chip reinstecke, dann beginnt er ja das Rädchen zu steuern. Und dann sehen wir hier auf dem Monitor auch, was passiert. Wir gucken uns gleich den I-Anteil an. Den P kennen wir ja schon. So, und da haben wir jetzt gesehen, wutsch, I ist richtig hoch und geht danach richtig runter. Und wir sehen hier auch, da sind wir runtergegangen, von hier sind wir gekommen. Zack, nach oben auf über 70 Kilopascal. Richtig viel. Und dann geht es runter. Wir gehen dann sehr weit runter, deutlich weiter unter dem, was wir eigentlich haben wollten. Und pendeln uns dann sehr schnell auf dem mittleren hier ein. Und das sind, Überraschung, 45 Megapascal. Exakt. Okay. Auf 0,0 irgendwas exakt. also wirklich sehr gut. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Aber, was man gerade gehört hat und gesehen hat, wir schwingen richtig doll drüber. Das liegt daran, dass, wir ziehen es nochmal ab, machen es nochmal leer. Also gleiches Spiel wie gerade eben. Es liegt daran, dass I unglaublich schnell nach oben springt. Gucken wir uns nochmal an. Which? I fliegt nach oben auf 34. Wir haben hier aber auch 68. 68 plus 34 bedeutet also 100, also über 100 an Pumpgeschwindigkeit. Damit hatten wir vorhin schon Probleme, wenn der 100 an Pumpgeschwindigkeit hat. Das sollten wir nicht machen. Ne? Also müssen wir hier mit I vorsichtiger sein. Wir sind allein schon mit dieser Einstellung viel zu hoch. Hätten wir jetzt P mal 4 gewählt, wäre utopisch gewesen. Wir gehen hier ein bisschen runter und sagen mal, wir machen 0, ja, das ist ja so die Hälfte von dem. Wir halbieren das Ganze jetzt einfach mal. Speichern das wieder ab. Gleiches Spiel, wir nehmen den raus, machen das Ding hier komplett leer. Stecken den da rein. Und wow, ich habe hier nicht gesehen, dass es drüber geflogen ist. Wir sind hier sehr schnell hoch, hier auch sehr schnell hoch, sind dann wieder etwas zu tief und haben uns eingependelt. Und dann ging es hier schön runter. Wir sind aber nicht, ganz, ganz wichtig, wir sind nicht in den bösen Bereich. Wir sind 59.315 Kilopascal, also in den nicht so tollen Bereich, aber nicht in den bösen Bereich gekommen. Das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Also eine Sache, die wir durchaus machen können. Aber was ist jetzt, wenn wir zum Beispiel mal einen Druckabfall haben oder wir zapfen was ab, was wir gerade brauchen? So zum Beispiel. Ja, jetzt zapfen wir was ab. Und da sehen wir jetzt, hier schwankt es. Aber es scheint sich langsam einzupendeln. Langsam aber sicher, der regelt auch. Ne, der geht auch höher. Das heißt, am Ende ist unsere Pumpgeschwindigkeit hier auf 43 hochgegangen und pendelt sich hier jetzt ein. Und wir haben hier jetzt zwar so einen leichten Sägezahn drin, aber wenn wir hier drauf gucken, 45 Megapascal. Obwohl wir mit einer zweiten Pumpe hier, die auf 30 Liter steht, gerade volle Omme Gas absaugen. Das heißt, er hat sich innerhalb kürzester Zeit, jetzt ist der Graph schon weg, hat er sich innerhalb kürzester Zeit, wenige Sekunden, 4-5 Stück, hat er sich akklimatisiert. Das ist der I-Wert. Der I-Wert hat es geschafft, aufgrund des Lernens herauszufinden, ey, da ist ein Fehler, den kann ich jetzt nicht korrigieren oder den kann P nicht korrigieren alleine, ich setze was drauf. Und das hat er immer mehr gelernt, das sind diese Iterationen, immer mehr. Und dadurch kommt das zustande. Ist eine coole Sache. So,
Was ist, wenn ich ihn ausschalte? Da darf natürlich Folgendes nicht passieren. Der Druck darf nicht voll nach oben schießen. Da gehe ich jetzt auch nicht von aus, weil wir haben von 0 auf 45 beschleunigt oder hochgedrückt. Dann wird das hier ja wohl auch nicht passieren. Ne? Also nichts platzen. Probieren wir es aus. Das hat doll geknatscht. Wir sind auf über 62 hoch. Test nicht bestanden. Ihr merkt, auch solche Sachen müsst ihr ausprobieren dabei. Heißt, I ist zumindest für mich zu hoch gewählt oder P zu hoch gewählt. Ich mache Folgendes, ich setze jetzt I noch weiter runter. Ich gehe auf 0,005. Speichere das Ganze ab und jetzt beginne ich meinen Test komplett von vorne. Alles leer machen. Und an das Teil. Und wir haben hier gesehen, 55 war das Maximum. Das ist in Ordnung. Damit können wir leben. Die sehen auch irgendwie ganz nett aus. Da ist nichts am Flackern. Wir machen diese Pumpe an. Hier sehen wir ein Flackern. Und in diesem Raster ist jedes einzelne Stück Raster, sind 0,5 Sekunden, ne? Ein Jilt. Und da sehen wir auch, dass sich das mit der Zeit sehr, sehr klein macht. Und wir ganz langsam, aber gemütlich 45 Megapascal erreichen. Es dauert einen Moment. Ein bisschen länger als vorher, um genau den Wert zu erreichen, weil wir jetzt kleiner geworden sind mit I auch. Aber es scheint zu funktionieren. Und 55 Megapascal von 0 auf 100% ist dann auch okay. Da platzt nichts. So, jetzt hat sich das hier schön eingependelt und was machen wir? Wir machen die Pumpe aus. Wieder 62 Megapascal. Was können wir jetzt noch machen? Also I noch kleiner machen? Schwierig. Wir können jetzt P zum Beispiel reduzieren. Probieren wir das aus. Wir reduzieren P jetzt auf 0,13. Nur ein bisschen. Und dann machen wir Folgendes. Wir probieren nochmal alles aus. Also rein das Ding. 49 in Spitze. Das ist nicht schlecht. Und wir haben uns halbwegs akklimatisiert. Wir ziehen jetzt mal mehr Gas raus. Wir sehen hier, dass das hier auf einmal sich ganz anders verhält als vorher. Er geht langsam runter. Dieses Flackern ist weg. Und er hat sich jetzt sehr schön, sehr sauber. Das hier könnte noch weg sein, aber sehr sauber hat er sich hier dem Druck angenähert. Wir haben wieder die 45 Megapascal erreicht. Wir ziehen den ab und es hat ein bisschen geknarzt. Wir sind wieder auf 62 hoch. Krass. Ja. Was machen wir jetzt? Nun, und das ist eigentlich der Punkt, an dem wir das D einsetzen müssen. Oder an dem uns das D helfen soll. Und mit D habe ich wirklich meine Schwierigkeiten, ganz ehrlich. Wir probieren es aber. Versprechen tue ich euch nichts. Aber ihr könnt theoretisch jetzt auch das P und das I so langsam machen, dass er sich immer langsam daran tastet, weil ihr auf Geschwindigkeit gar nicht setzen wollt. Ihr wollt gar nicht, dass das hyperschnell geht, diese Veränderung, sondern es reicht euch, wenn das 5, 6, 7 Sekunden dauert. Das ist vollkommen okay für euch. Dann macht das so. Ist in Ordnung. Wenn euch das nicht reicht, dann müsst ihr halt leider Gottes auch den D-Anteil mit einbeziehen. Ich vermeide das immer. Nur mal so. Gut, nehmen wir den D-Anteil jetzt mal mit rein. Für D haben wir wieder eine Einstellmöglichkeit, ein Stellrädchen. Und D haben wir jetzt hier unten in der Berechnung, haben wir wieder eine Ausfallsicherung. Und diese Ausfallsicherung ist einfach nur, wenn ich auf 0 setze, dass ich keinen Fehler produziere und dass der Teil D nicht berechnet wird. So,
Als allererstes nehmen wir uns den aktuellen Fehler, den wir haben, subtrahieren davon den letzten Fehler, also den Fehler, den wir in der Iteration, also den Durchlauf davor hatten. Und nehmen wir jetzt mal an, ich pumpe da jetzt gerade rein und ich habe einen Fehler von 30 oder 35 Megapascal gehabt. Ich pumpe ja noch, habe den nächsten Durchlauf und ich habe dann nur noch einen Fehler von 30 Megapascal. Ja, dann habe ich 30 Megapascal geteilt durch minus 35, bin ich bei minus 5000. So. Dann weiß ich mein Anstieg, also wie steil ist die Kurve geworden. Und die Steilheit der Kurve, die ist wichtig. Weil je steiler die Kurve, desto stärker D-Anteil sich ändern. So, und das müssen wir halt justieren. Das Ganze hat wieder eine zeitliche Komponente, deswegen kommt auch die Zeit da wieder mit rein, ne? Weil der Anstieg pro Zeiteinheit ja interessant ist, die Steilheit der Kurve. Deswegen auch das dt hier wieder drin zu finden. Und dann multiplizieren wir das Errechnete entsprechend mit unserem Einstellrädchen, mit dem kd. Und das war's dann auch schon. Ich erkläre euch jetzt auch den Rest des Codes, denn hier haben wir nur noch das Addieren der einzelnen Teile. Wir haben das P, das I und das D. Die addieren wir einfach immer auf den Output drauf und damit haben wir einen PID-Regler. Easy going. Hier haben wir nur das Ausdrucken auf die Memories, damit wir einen schönen Graphen haben. Kann man weglassen, braucht man nicht. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, halt I und D abzuschalten, wenn wir auf 0 sind. Das gleiche, was wir hier gemacht haben. Auch nichts Besonderes. Vorher Output auf 0 setzen, nicht, dass wir auf den vorherigen Output was drauf addieren, vorher auf 0 setzen. Gut, legen wir los, machen wir mal D. Und dafür habe ich auch eine Faustformel, auch die mit Vorsicht zu genießen, immer. Unser Maxset, ja, sind 100. Das teilen wir durch zweimal den Setpoint durch dt. Das heißt, wir nehmen unseren Setpoint. Unser Setpoint sind 45.000. Den teilen wir durch 2. Dann haben wir 22.500. Blödsinn, das teilen wir nicht durch 2. Ich bin ja dumm. Wir nehmen 45.000. Das teilen wir durch 0,5. Dann haben wir 90.000. Das multiplizieren wir mit 2. Dann haben wir 180.000. Und dann nehmen wir 100 und teilen das durch 180.000. Und da bekommen wir dann 0,000. Raus. Ja, das müsste es sein. Könnt ihr im Taschenrechner machen, habe ich schon mal gemacht. Bei mir war das jetzt auch nur überlegen und nicht im Kopf rechnen, also den Teil schon, der Rest nicht. Das muss man nicht im Kopf machen. So, dann könnt ihr das Ganze ausrechnen, dann habt ihr diesen Anteil und den könnt ihr einfach mal eintragen, gucken, was passiert. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Probieren. Weniger, mehr, gucken, ausprobieren. Mehr mache ich auch nicht. Man kann das berechnen, das geht. In Stationeer ist es sehr schwierig, weil uns viele Kennlinien, viele Messpunkte fehlen. Wir können ja keine richtige Messung in dem Sinne machen, leider. Also ausprobieren. Und das mache ich jetzt mal. Ich würde mal sagen, ich mache hier eine Zeitreffer raus, weil ich nämlich jetzt schon bei 40 Minuten der Aufnahme bin. Und das wird mir sonst zu lang. Und euch wahrscheinlich auch. Wir schauen mal. Den ersten gucken wir uns live an. Danach spiele ich rum. Also, gehen wir einmal zurück. Wir machen den Chip da rein. Wir sagen Export. Jetzt kann uns ja noch nicht so viel passieren. Und das Erste, was uns hier jetzt auffällt, ist, das schwankt ganz schön. Und warum? Nun, der hier schwankt und der hier schwankt. Aber wir haben nur einen Parameter geändert. Nun, ganz klar. Wenn wir den D-Anteil
irgendwie ändern, dann ändert sich dadurch, dass der jetzt schwankt, natürlich auch unser Druck. Weil sich unser Druck ändert, ändert sich unser P. Unser P fängt an zu schwanken, weil wir eine Druckänderung haben. Unser I schwankt, weil wir eine Druckänderung haben. Dadurch, dass der Druck sich aber immer weiter ändert und D anscheinend falsch eingestellt ist, regelt D wieder gegen und wir haben eine Schwankung auf allen Reglern. Und das macht das Ganze immer komplizierter. Wir wissen gar nicht, wo wir einstellen sollen, weil wenn ihr euch das hier anguckt, wo soll ich anfangen? Genauso hier. Ich habe nicht mal einen Anhaltspunkt. Also schmeißen wir das Ding jetzt ein Stück nach unten, nehmen also einfach mal die Hälfte und gucken mal, was bei rauskommt. So, bei der Hälfte haben wir also eine sehr schöne Kurve hier wieder. Wir haben ziemlich genau 45 Megapascal, also gar nicht mal so schlecht. Wir versuchen jetzt einfach mal einen Druckabfall hier zu simulieren. Dann sehen wir hier, dass der D-Anteil ganz schön krass schwankt. Und der Druck uns hier echt um die Ohren fliegt teilweise. Also das geht überhaupt nicht. Nicht gut. Gar nicht gut. Das ist viel zu viel, was der da regelt. Wir schalten ihn wieder ab. Er regelt voll über. Auf über 70 pendelt sich danach wieder ein. Dank der schönen Lernwerte hier überall. Aber gut ist das leider nicht. Wir halbieren nochmal. So, das sieht ja schon mal nach einer interessanten Kurve aus hier. Heißt also, wir haben hier schön so ein langsames Hochgehen, hier auch und hier so ein Runtergehen. Das sieht echt gut aus. Finde ich wirklich, wirklich erstaunlich toll. Gucken wir mal, wir haben hier 45.000, ne? Also auch sehr genau. Mal gucken, was passiert. Auch hier klappt es leider nicht so ganz und was wir hier auf jeden Fall sehen, I regelt krass dagegen, I will immer höher gehen. Auch das klappt leider überhaupt nicht. Wir kommen krass ins Knatschen. Irgendeines der Röhrchen hier da hinten berstet uns irgendwann weg. Das wäre fatal. Aber eines haben wir nicht. Er geht nicht noch höher beim Abschalten. Das hat er hier ganz gut anscheinend kompensiert. Nächster Versuch. Wir halbieren wieder. So, auch hier wieder. Sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Wir probieren jetzt erstmal rum. Das sieht für mich jetzt im ersten Moment gar nicht mal so schlecht aus. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Der geht natürlich ins Hin und Her so ein bisschen. Logisch erst im ersten Moment. Aber er pendelt sich hier ein. I geht hoch, weil natürlich die Differenz immer mehr wird und der schwingt sich richtig schön ein, ne, so ein richtig schönes Hin und Her, hat sich richtig schön eingeschwungen und wir hatten hier keinen Überdruck erzeugt. Das war wirklich eine schöne Sache, saubere Sache und ich schalte ab. Leider haben wir jetzt hier wieder einen Überdruck erzeugt, das heißt, das war immer noch nicht gut. Tja, woran liegt's? Der geht natürlich sofort runter. I ist auch runtergegangen, relativ schnell. Und hier sowieso. Aber er ist auch nicht sonderlich schnell. Er macht hier ein minus 2 maximal. Das war nicht so viel. Also er korrigiert die beiden Werte hier. Minus 23, minus 29. Das ist immer noch eine 3 gewesen. Minus 2, das haben wir immer noch einen reingepumpt. Und das war in dem Moment einfach zu viel. Müssen wir also nochmal ein bisschen nacharbeiten. Und ich habe jetzt, wie gesagt, hier nochmal halbiert. Ich würde hierbei gehen und einfach I nochmal halbieren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Exportieren das Ganze, gucken, was bei I hier jetzt passiert. Und ja, I lernt sich jetzt gerade neu. Es dauert einen Moment, I ist viel langsamer geworden. Aber das sieht für mich jetzt im ersten Moment ganz gut aus.
Was wir jetzt probieren, wir schalten ihn hier wieder an. Und I lernt hier gerade dazu und geht immer höher und er pendelt sich sehr schön ein. Sieht gut aus. Und wir kommen, es dauert, es ist langsam, aber wir kommen an den Punkt, den wir haben wollen, mit Mühe. Wie gesagt, es dauert. Und dadurch, dass I jetzt wirklich so langsam geworden ist, hat es jetzt wirklich einen ganzen Moment gedauert, bis wir halbwegs passablen Wert hier hatten. Also es waren schon einige Sekunden, aber gut, wir gucken jetzt mal, was rauskommt, wenn wir ausschalten. Und es geht immer noch sehr hoch und geht viel langsamer runter. Warum? Nun, weil I viel langsamer ist. Ja, also I kann nicht gegenregeln. Gut, also runtergehen mit I war eine schlechte Idee. Was ist, wenn wir mit I hochgehen? Ich will jetzt nicht auf 0,001 gehen, ich gehe mal auf 0,0075, also gehe ich einfach nur ein bisschen nach oben. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. I lernt hier. I ist jetzt auf jeden Fall schneller als vorher. Und wir haben hier einen passablen Druck, also das Teil an. I steigt deutlich schneller als vorher, das sieht man gut. Der pendelt sich hier schön ein. Auch gut. Auch der wird immer geringer. Und wir haben unseren Druck mit leichtem Überschwingen recht schnell anscheinend erreicht. Wir sind nicht mehr so stabil. Es war schon mal stabiler. Aber anscheinend pendelt es sich ein. Ja, doch, also wir kommen schon auf einen Kilopascal Differenz ungefähr. Es wird besser, es wird immer besser. Es dauert wirklich einen Moment, bis er sehr genau wird. Okay, das reicht mir aber persönlich. Ich schalte ab. Und wir gehen wieder auf 82 hoch. Es ist also immer noch genau die gleiche Problematik. Und hier sage ich jetzt ganz ehrlich, ich breche ab. Dass so etwas passiert, ist natürlich möglich und in einigen Szenarien auch definitiv etwas, was wir rausfiltern müssen, aber da muss man sich in dem entsprechenden Fall sehr mit beschäftigen, auch was man haben möchte. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie kompliziert es werden kann, finde ich persönlich. Ich möchte hier auch gerne dazu sagen, wenn ihr persönlich Erfahrungen damit habt, wenn ihr wirklich wisst, wie das Ding hundertprozentig funktioniert, meldet euch gerne mal. Ich würde da gerne mehr zu erfahren, möchte da auch euch, also meinen Zuschauern, gerne Wissen mitgeben. Bei mir reicht es aber nicht. Ich mache hier sehr viel Try and Error. Programmierung muss passen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die in Ordnung ist. Guckt es euch an, den Code lade ich nicht hoch. Ihr könnt es abtippen. Der Hintergrund ist ganz einfach. Das Ding ist nicht... Es funktioniert nicht so, wie ich es möchte. Eventuell ist irgendwas, was wir umschreiben müssten. Wenn ich da wirklich was Cooles gebaut habe, was funktioniert, was ihr so nutzen könnt, lade ich euch gerne sowas hoch. Aber da bin ich ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Wenn ihr so mehr Ahnung davon habt, sagt Bescheid. Können wir uns gerne mal im Discord zusammensetzen, drüber schnacken und dann schauen wir uns den PID-Regler nochmal genauer an. Vielleicht ein 750er Special, PID Teil 2. Wer weiß, wenn ihr es nicht geschafft habt, in zwei Wochen meinen Account zu sprengen hier, ich keine Ahnung. 525, sie sind stabil geblieben. Wahnsinn! Okay, insofern, adios. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder beim Let's Play und irgendwann mache ich zu dem da hinten auch noch was.